Selbstständig machen als Tagesmutter. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan B. und heute auf dem Kanal Steuern und Wirtschaft erklärt nehmen wir mal die Gründung als Tagesmutter ein wenig auseinander und ich möchte Ihnen hier ein paar kleine Tipps, Hinweise und Allgemeines zur Verfügung stellen. Natürlich ersetzt dieses Video keinerlei eine komplette Beratung, aber soll Ihnen grob aufzeigen, mit was Sie denn so alles zu rechnen haben. Wir bauen dieses Video auf, indem ich beginne mit Rechtliches und Anträge, um Ihnen einfach mal aufzuzeigen, wie die rechtliche Schiene aussieht und welche Anträge Sie vor Starten, vor Beginn ausfüllen müssen und bearbeiten müssen. Dann nochmal ganz grob erklärt das Businessmodell als Tagesmutter, Startkosten und Kosten für die Ausstattung am Anfang, was da so auf Sie zukommen kann. Dann verschiedene Varianten, wie man das Marketing aufbauen kann und welche Sachen man hier im Marketing so drauf achten kann. Natürlich noch Basics im Steuerrechtlichen, welche Steuerbelastung auf Sie zukommt und was da allgemein zu beachten ist. Plus noch natürlich Sozialversicherung, Versicherung allgemein und was es da sonst so alles noch gibt, damit Sie auch hier nichts übersehen und grob wissen, was dann so alles passiert. Viel Spaß damit. Rechtliches und Anträge. Hier haben wir einige Unterschiede je nach Bundesland. Also es kann sein, dass Sie je nach Bundesland nochmal separate Sachen machen müssen. Aber so grob zusammengefasst, was immer vorherrscht, ist, man braucht eine Pflegeerlaubnis von Ihrem zuständigen Jugendamt. Mit dem müssen Sie sich in Verbindung setzen. Dann kriegen Sie da Anträge zugeschickt. Dann gibt es ein paar Voraussetzungen, was einmal bei Ihnen fachlich angeht, aber auch was Ihre Ausstattung und Ihre Räume angeht. Das aber ist ein bisschen variabel. Und dann, ganz große Fehlinformation da draußen, ist es natürlich kein Gewerbe. Nämlich im Paragraph 18 der Einkommensteuer wird geregelt, dass Erziehung von Kindern erstmal freiberuflich ist. Und im Paragraph 6 der Gewerbeordnung wird auch nochmal definiert, dass die Gewerbeordnung nicht bei der Erziehung von Kindern gegen Entgelt angewendet wird. Heißt, kein Gewerbe. Es muss natürlich erzieherische tätig sein, bildende Tätigkeiten sein und nicht die bloße Aufsicht. Dann des Weiteren ist wichtig, Anmeldung beim Finanzamt. Heißt, ihr müsst es nicht bei der Gewerbeordnung anmelden, sondern nicht beim Gewerbeamt, sondern beim Finanzamt. Hierfür gibt es den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, zu dem ich Ihnen auch schon mal ein kleines Video gemacht habe. Dann das Businessmodell, das sollten Sie normalerweise kennen, wenn Sie sich damit beschäftigen, aber wir nehmen das Ganze gemeinsam nochmal kurz durcheinander. Was machen Sie als Tagesmutter? Sie verkaufen Ihre Zeit, aber Sie verkaufen nicht nur Ihre Zeit, sondern Sie verkaufen Ihre Zeit an Eltern, denn diese betreuen oder beauftragen Sie mit der Betreuung und mit der teilweisen Erziehung Ihrer Kinder. Und das ist ein ganz besonderer Fall. Also wir verkaufen hier nicht nur Zeit, sondern wir verkaufen hier sehr, sehr, sehr besondere Zeit. Und das Allerwichtigste in diesem Businessmodell ist einfach, dass sie das Vertrauen der Eltern haben. Sowohl wenn die Eltern bereits zu ihnen kommen und um eine Anfrage beten, was es kostet, als auch dann, wenn die Kinder tatsächlich bei ihnen betreut werden. Denn Kinder zu pflegen, Kinder zu betreuen, ist eine wirklich sehr, sehr spezifische Arbeit und hier wirklich ist das Vertrauen das Allerwichtigste, was die Eltern in sie haben können und nur wenn die Eltern ihnen so 100% vertrauen, werden sie zufrieden mit ihnen sein und das Ki ihre Kinder bei ihnen in Obhut geben. Deswegen, sie verkaufen hier Zeit, Betreuungszeit, aber müssen immer mit dem Hintergrund oder immer den Hintergedanken haben, es geht hier vor allem, bezahlen die Eltern nicht die Betreuungszeit, sondern das Vertrauen in sie. Also enttäuschen Sie dieses Vertrauen nicht bei diesem Geschäftsmodell, sondern bestätigen Sie es, dann wird das Geschäft am besten laufen, denn nur mit dem Vertrauen der Eltern wird das Ganze halbwegs klappen. Dann schauen wir uns mal die Startkosten und die Ausstattungskosten an. Und bei denen verhält sich das alles sehr variabel. Es kommt natürlich immer darauf an, was liegt denn schon vor, also was haben Sie bereits. Der wohl größte Punkt sind irgendwie die Raumkosten. Das heißt, es empfiehlt sich, separate Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung oder für die Tagesmutterarbeit zu benutzen. Heißt Räume, wofür die Kinder da sind, damit sie da steuerlich eine gute Differenzierung haben, dass die Räume beruflich genutzt werden. Dann, was brauchen Sie sonst noch? Irgendwie ein Homeoffice, also quasi ein Schreibtisch, wo Sie ein bisschen was machen. Das haben die meisten Menschen sowieso schon zu Hause.
Dann Spielzeug, kommt drauf an, schaffen Sie sich Neues an, nehmen Sie das Spielzeug, das Ihre Kinder gespielt mit haben, nehmen Sie dann Neues, haben Sie welches, also ein bisschen variabel, was da die Kosten sind und wie viel möchten Sie quasi vor Ort haben. Rückzugsorte für die Kinder sind ganz wichtig, das heißt eigentlich ein kleiner Raum oder zwei Räume für die Kinder sollten sehr wichtig sein. Gegebenenfalls empfiehlt es sich wahrscheinlich auch, wenn sie ein paar Betten irgendwann mal zur Verfügung haben für die Kinder, die sie betreuen, damit die sich auch einfach mal hinlegen können, wenn diese müde sind. Und natürlich Hygieneartikel, denn Sauberkeit ist hier ganz, ganz wichtig und da sollte man regelmäßig drauf achten. Also wir sehen die Kosten und die Ausstattungskosten, die Startkosten halten sich stark in Grenzen. Für Gewerbeanmeldung wird nicht fällig, das heißt 15 bis 80 Euro sind dann auch schon gespart. Und natürlich kommen halt dann noch die steuerlichen und versicherungstechnischen Kosten auf Sie zu, aber das in einem separaten Punkt. Sprechen wir als nächstes mal ein wenig über das mögliche Marketing, was Sie als Tagesmutter machen können. Da sowohl ihre Räumlichkeiten als auch die Zeit oder ihre persönliche Arbeitskraft sehr begrenzt ist, was die Anzahl der Kinder angeht, die sie täglich betreuen, sollte das Marketing sich dementsprechend auch aufbauen. Heißt, es sollte ein moderates Marketing sein, keins, dass wir keine Marketingversuche, dass wir von heute auf morgen tausende Menschen erreichen wollen. Aber sie sollten immer versuchen, dass sie quasi ein kleines Branding haben. Gerade langfristig gesehen ist hier, glaube ich, das Branding und also Markenbildung, Namenbildung deutlich wichtiger, wie das Reingehen in einen Massenmarkt, denn sie haben einfach auch nicht die Ressourcen, um einen Massenmarkt langfristig oder überhaupt zu befriedigen. Heißt, sie können Visitenkarten benutzen, Kugelschreiber benutzen, die immer an die Eltern mitgeben der Kinder. Versuchen, dass die Kinder bei ihnen einen positiven Eindruck haben, ist natürlich sehr wichtig. Und wenn dann die Eltern für sie, von ihnen einen sehr positiven Eindruck gewonnen haben, werden sie die auch weiterempfehlen und durch Visitenkarten, die sie dann weitergeben können oder auf dem Kugelschreiber einfach ihre E-Mail-Adresse oder ihre Handynummer drauf haben, dann kann man das Ganze auch gut für sie verknüpfen und dann sind sie auch sehr gut für mögliche neue Kunden interessant. Der Massenmarkt, wie gesagt, haben wir hier bei dieser Tätigkeit eher nicht, denn sonst wäre es ein Kindergarten, wo wir sehr viele Kinder unterbringen, denn ihre Arbeit ist natürlich sehr begrenzt. Durch den Vertrauensfaktor ist es auch schwierig, in den meisten Fällen direkt neue Kinder zu akquirieren oder sich zu bekommen zur Betreuung, denn die Eltern müssen sie erstmal kennenlernen. Deswegen empfiehlt sich auch hier eher ein moderates, leichteres Marketing, dass die Menschen nicht denken, sie möchten von heute auf morgen übers Knie gebrochen jetzt die Kinder bei ihnen in Betreuung geben, sondern dass die wirklich ein sehr gutes Gefühl haben, wenn die zu ihnen kommen und dementsprechend das Ganze auch passt. Sie können auch indirekt darüber profitieren. Auf Kleinanzeigeseiten werden öfter mal Tagesmütter gesucht. Müssen Sie hier kein aktives Marketing betreiben für den Anfang, sondern können sich darauf gucken, wer sucht denn überhaupt jemanden und können dann mit den Menschen in Kontakt treten. Und wenn der Mensch, der Kunde, die Eltern sowieso jemanden suchen, der für ihre Kinder da ist und für sie sorgt und ein bisschen aufpasst und erzieherisch tätig wird, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, höher als bei jemandem, wo das überhaupt noch nicht im Kopf hat, so von der Einstellung generell her. Aber grob zusammengefasst im Marketing eher leicht und moderat, mehr auf Markenname, Branding gehen langfristig und nicht versuchen, in einen Massenmarkt reinzugehen. Denn schauen wir uns mal an, jetzt schalten Sie eine Zeitungsanzeige, ballern da mehrere hundert Euro rein und dann wählen sich 20.000 oder 1.000 Leute. Wäre ideal, wenn sich 1.000 melden für eine Kleinstadt, aber 1.000 Leute können Sie sich doch gar nicht. Mit denen können Sie sich doch gar nicht einig werden. Sie können dann vielleicht drei, vier Leute übernehmen und die anderen 900 irgendwas sind dann erstmal schlecht gelaunt und haben vielleicht ein negatives Bild von Ihnen im Kopf, weil sie denken, ja, hier groß Marketing, schön anschreiben, dass verfügbar ist und dann zack, nicht wirklich verfügbar, denn das ist einfach übers Ziel hinausgeschossen. Also immer gucken, dass der Markenname positiv ist, dass das Vertrauen da ist und schauen, dass sie eventuell weiterempfohlen werden. Empfehlungsmarketing ist hier sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, weil es schon mal eine Vertrauensstufe hinterlässt, weil wenn ein guter Freund mir jemanden empfiehlt, dann habe ich da schon mal eine höhere Vertrauensbasis, wie wenn ich jemanden auf einer Visitenkarte, auf einem Flyer oder sonst wo einfach nur sehe oder lese. Dann schauen wir uns mal das Steuerliche an und hier schauen wir das Ganze nur sehr grob an. Denn ich möchte Ihnen jetzt hier keine Beratung ersetzen, kann ich auch mit einem Video gar nicht, sondern ich möchte Ihnen nur grob aufzeigen, was denn so möglich ist und wie das Ganze theoretisch möglich wäre und natürlich verkürzt darstellen, damit Sie einen Überblick gewinnen.
Zuallererst mal sind das freiberufliche Einkünfte nach § 18 Einkommensteuergesetz. Hier ist ausschlaggebend die erzieherische Arbeit. Das haben wir auch beim Thema der Gewerbeanmeldung bereits angesprochen. Damit müssen Sie eine Einnahmeüberschussrechnung am Jahresende machen, Einnahmen minus Ausgaben. Hier gibt es aber eine Kostenpauschale, die sich meistens mehr rechnet für Tagesmütter. Da können Sie einfach mal nachschlagen oder googeln. Betriebskostenpauschale Tagesmütter. Kann auch mal sein, dass die nach ein paar Jahren wieder angepasst wird, was die Höhe angeht. Dann ist ganz wichtig, die Rechnungen, die Sie an die Eltern ausstellen, müssen Betreuung explizit ausweisen. Bedeutet für die Eltern, dass die diese gegebenenfalls als Kinderbetreuung absetzen können, als Sonderausgaben mittlerweile. Und sie müssen das aufschlüsseln. Heißt, wenn sie aber Rechnungen ausstellen für Betreuung, wo aber auch Essen eins zu eins weitergerechnet wird, dann bitte trennen und nicht pauschalieren, Gesamtsumme, sondern wirklich trennen. Das war Essens eins zu eins weitergerechnet und das war davon Betreuung. Leistung. Dann haben wir noch die Umsatzsteuer. Hier ist das Ganze gegebenenfalls umsatzsteuerfrei nach Paragraph 4 Nummer 25 Umsatzsteuergesetz. Da gibt es einige spezifische Voraussetzungen, die Sie hier erfüllen müssen. Da müssen Sie sich einfach mal mit auseinandersetzen, ob das bei Ihnen zur Anwendung kommen kann. Wenn Erlaubnisse vorliegen und das Ganze, die ganze Tätigkeit sowieso nach Sozialversicherungsbuch gemacht wird, dann sollten Sie diese in der Regel erfüllen, aber dann müssen Sie sich halt explizit auseinandersetzen, ob diese Vorschrift bei Ihnen passt. Ansonsten haben Sie noch die Möglichkeit nach Kleinunternehmerregelung umsatzsteuerfreie so Tätigkeiten ohne Umsatzsteuer zu machen, wenn Ihr Jahresumsatz unter 17.500 Euro und für das nächste Jahr wahrscheinlich unter 50.000 Euro ist. Aber da die meisten Tätigkeiten des Tagesmütter jetzt eher beschränkt sind, was die Anzahl der Kinder und damit auch die Einnahmemöglichkeiten sind diese in der Regel der Fall. Aber Umsatzsteuer, ob es günstiger für Sie ist, so oder anders, müssen Sie klären mit Ihrem Steuerberater. Dann zum Schluss blicken wir mal noch in die Sozialversicherung und die versicherungsmäßige Schiene. Ganz wichtig ist, dass Sie hier spezielle Haftpflichtversicherungen für die Kinder abschließen, damit, wenn da was passiert, alles abgesichert ist. Denn Sie haften, wenn was passiert bei den Kindern, was unter Ihrer Aufsicht passiert. Sie haben hier in dieser Zeit quasi die Aufsichtspflichten und eine normale private Haftpflicht deckt das in der Regel nicht. Also können Sie sich mal mit Ihrem Versicherungsvertreter auseinandersetzen und explizit das Thema ansprechen. Bei der Kranken- und Pflegeversicherung kommt es darauf an, was Sie denn sonst so machen. Haben Sie sonst keinerlei tägliche Beschäftigung, eine Halbtagsstelle oder so? Wenn Sie sowieso schon pflichtversichert in der Kranken- und Pflegeversicherung sind, dann alles kein Problem. Wenn Sie das quasi als Ihre einzigste Tätigkeit haben, dann kommt es darauf an, ob Sie das hauptberuflich oder nicht machen, also auf den Zeitfaktor und auf Ihr Einkommen. Da gibt es eine Grenze, ob Sie weiterhin familienversichert sein können, wenn Sie verheiratet sind, von um die 405 Euro, glaube ich, Gewinn im Monat oder 400 Euro Gewinn im Monat. Das wird dann auf den Jahresbetrag abgestempelt. Dann setzen Sie sich mal mit Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung zusammen und fragen da einfach mal nach, ob über Ihre explizite Einzelfall das alles so passt oder ob Sie sich selber versichern müssen und dann gegebenenfalls freiwillig oder einer privaten Versicherung sind. Und genauso mit der Rentenversicherung. Wenn wir aktuell über 400 Euro kommen, kann eventuell eine Pflichtversicherung bei der Rente rauskommen. Klären Sie das vorher ab und klären Sie das wirklich alles wirklich vorher ab, damit, wenn Sie nicht auf einmal Gewinne machen, die verausgaben, natürlich, wenn Sie Geld verdienen, möchten Sie das wahrscheinlich auch ausgeben. Und nach ein paar Jahren meldet sich dann die Sozialversicherung oder die Rentenversicherung, möchte gerne rückwirkend noch die Beiträge haben, weil das dann erst über einen Abgleich deutlich später bei denen ankommt. Solche Sachen immer vorher klären und wie gesagt, zumindest eine Haftpflicht sollten Sie auch für die Kinder klären, damit das alles reibungslos über die Bühne läuft. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein wenig aufgezeigt, was da so auf Sie zukommen kann für die Tätigkeit als Tagesmutter. Sie haben jetzt einen groben Überblick, Sie wissen, um was Sie sich noch kümmern müssen, wenn Sie dieser Tätigkeit nachgehen müssen, wo Sie mal anklopfen sollten, bei welchen Beratern und bei welchen Stellen. Und Sie haben jetzt einfach einen besseren Überblick von dem Ganzen. Wenn Ihnen das geholfen hat, würde ich mich doch freuen, wenn Sie weiterhin auf dem Kanal rumgucken, ein paar weitere Videos von mir sich anschauen. Ich mache Ihnen unten in die Videobeschreibung mal ein paar nützliche Links zu den verschiedenen Themen hin, auch zu anderen Videos von mir, wo ich gewisse Einzelthemen schon mal anspreche. Und dann sollte das Ganze schon mindestens mal, was den Überblick für Sie angeht, geregelt sein und Sie wissen, was auf Sie zukommen kann. Wie zu Beginn gesagt, dieses Video ersetzt keine irgendwelche kompletten Beratungen, sondern soll Ihnen nur einen allgemeinen Überblick geben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan B.